Mikroorganismen wie zum Beispiel Bakterien nehmen einen sehr wichtigen Stellenwert in unserem Leben ein. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir ohne diese nicht leben könnten. Und es ist manchmal sehr erstaunlich, dass viele Leute so einen kleinen Doppelstandard haben, dass in manchen Situationen Bakterien gut sind und in anderen Situationen wieder für irgendwelches Übel verantwortlich sind. Und es ist halt einfach so, dass Mikroorganismen bzw. auch Bakterien oder auch Parasiten bestimmte Aufgaben nachgehen. Und das möchte ich einfach nochmal für euch klarstellen, welche Aufgaben das genau sind. Ich werde euch jetzt zwei Beispiele anführen, um euch die Aufgaben von Mikroorganismen etwas besser zu verdeutlichen. Eins bezieht sich natürlich jetzt hier auf die Permakultur bzw. den Garten. Der andere auf den körperlichen Aspekt, also bei uns in dem Körper zum Beispiel für die Gesundheit. Und erstmal zur Permakultur, warum die bei uns so wichtig sind und auch eine Geschichte von meinem Nachbarn, wo ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe. Also er hat mir erzählt, dass er vor einigen Jahren einen Komposthaufen an der Stelle angelegt hat, da wo halt auch ein konventionelles Feld in der Nähe ist, da wo Rasen ist, da wo es wahrscheinlich so viel Leben allgemein gibt. Und da hat er halt auch herkömmlichen Komposthaufen halt gemacht mit groben Astschnitten, feinen Astschnitten, Grasschnitt, alles mögliche, was da angefallen ist. Und da hat er dann erschreckenderweise festgestellt, dass es nicht so schnell verrottet ist, wie er eigentlich gemeint hatte. Also nach 2-3 Jahren, da war immer noch der Großteil noch übrig. Und dann hat er den Test bei seinem Hochbeet gemacht. Und beim Hochbeet, wo er das mal ausgeräumt hat, hat er dann festgestellt, dass innerhalb von ein bis zwei Jahren das Hochbeet komplett mit Humus voll war. Und das ist halt also so ein Punkt, wenn die Mikroorganismen da sind, dann verrottet einfach alles schneller. Also Mikroorganismen haben einfach die Aufgabe, Sachen umzusetzen, organisches Material zum Beispiel, einfach den Müll, weil sonst wird sich das einfach alles stapeln, wenn das Laub sich nicht verrotten würde, was die Pflanzen abwerfen, alles mögliche. Also das ganze organische Material, was eigentlich anfällt, wenn das nicht verrottet werden würde von Regenwürmern, von Mikroorganismen oder sonst irgendwas, dann wird sich einfach alles stapeln. Von daher ist es halt umso wichtiger, so viel Leben wie es möglich in eure Beete zu bekommen, bei euch ins Hochbeet oder sonst irgendwo halt eure Pflanzen anbaut. Und dann geht der Humusaufbau auch richtig schnell. Also zum Beispiel bei mir im Garten hat mein Vater, wir haben einen ziemlich harten Lehmboden, und mein Vater, der hat dann eine ungefähr 5 cm dicke Mutterboden oder Humusschicht draufgelegt, dass halt überhaupt was wächst. Und jetzt innerhalb von 2 bis 3 Jahren, weil ich halt immer sehr viel gemulcht habe, Bokashi mit eingearbeitet habe, Kompost, Mist und auch Brennnesseljauche bzw. Brennnesseltee, was halt nur einen Tag sozusagen angesetzt worden ist. Warum ich zum Beispiel keine Brennnesseljauche mehr nutze, werde ich euch oben in der Infokarte verlinken. Da habe ich mal ein Video dazu gemacht. Aber jedenfalls habe ich halt sehr viel Leben damit reingebracht und die haben das halt immer wieder umgesetzt. Und jetzt Teil von den Beeten, da kann ich jetzt schon mit der Grabgabel reinstechen und die komplette Grabgabel ist eigentlich auch voll mit schöner humushaltiger Erde. Natürlich Bokashi, Terra Preta, auch alles mit eingearbeitet. Und das ist auch wieder ein Punkt, was ich auch festgestellt habe, wenn ihr genug organisches Material habt, wenn ihr regelmäßig mulcht, dann ist der Humusaufbau, wie halt immer bei den meisten Leuten erzählt wird, nicht so langwierig, sondern das geht eigentlich recht zügig und schnell. Man braucht halt nur das organische Material. Weitere Möglichkeiten, wie ihr zum Beispiel Mikroben ansiedeln könnt, beziehungsweise auch Pilze, sind zum Beispiel Holzhäcksel. Mache ich auch sehr gerne oben auch in der Infokarte Videos verlinkt, warum ich Holzhäcksel zum Beispiel nutze und wie wertvoll sie eigentlich auch sind. Was ihr auch machen könnt, zum Beispiel Komposttoilette nutzen, auch sehr wertvoll und kann ich auch nur jedem empfehlen, weil unsere jetzige Spültoilette ist einfach nur ein reinstes Chaos mit der Vermischung vom Kot und vom Urin. Da bildet Ammoniak und sonstige irgendwelche Stoffe, die auch unser Grundwasser verseuchen. Also Spültoilette ist eigentlich völlige Katastrophe. Wir sollten eigentlich eine Trenntoilette nutzen und deshalb bei uns in den Garten mit einarbeiten, den Urin getrennt und auch den Kot von uns auch auf einen separaten Kompost. Kompost natürlich auch, Berkeley-Kompost habe ich auch zum Beispiel gemacht, wie man sehr schnell einen Kompost machen kann. Flänge ich euch auch oben. Und sonst auch Wurmkisten kann man auch gerne nehmen, um schön Wurmhumus auch zu haben und sich auch die Würmer vermehren. Ich habe zum Beispiel auch von meinem Nachbarn mal Würmer bekommen, die habe ich bei mir einfach direkt in die Beete mit reingetan, damit ich einfach schon mal ein Grundleben habe, damit die sich da auch besser vermehren können. Wenn ich da das nötige Fressen gibt, dann vermehren sie sich halt einfach. Also da kann man sich auch so eine eigene Wurmfarm züchten und die Würmer halt auch
vielleicht einmal ein paar mit abernten, nicht nur die Erde, sondern auch die Würmer und bei sich in den Beeten mit einarbeiten. Kommen wir jetzt nun zum Bezug bei der Gesundheit bzw. im Körper. Und da ist es auch wirklich wichtig zu wissen, weil die meisten wissen gar nicht, was Krankheiten sind. Krankheiten sind Reinigungsvorgänge vom Körper. Das heißt, der versucht Gifte, Schleim, den wir uns angesammelt haben, akkumuliert haben, auszuscheiden. Wer da mehr gerne wissen möchte, ich habe schon einige Videos dazu gemacht, kann auch die An- und Ehre-Schleimfreie Heilkost dazu lesen bzw. auch meine Kurse buchen oder auch ein Coaching von mir, also hier kleine Werbung nebenbei. Und da ist es halt so, der Körper versucht sich halt einfach zu reinigen und das Milieu ist halt das Entscheidende. In einem sauren Milieu entstehen halt die Krankheiten, weil die Leute viel Kochkost zum Beispiel essen, viel gemischt essen, die ganze Zeit essen und minderwertige Nahrung bzw. Essen zu sich nehmen. Und in diesem sauren Milieu entstehen halt einfach die Krankheiten. Da habe ich mal ein Video auch dazu gesehen, dass halt die Bakterien bzw. eine Blutzelle in einem sauren Milieu sich in eine Bakterie umwandeln und die Bakterie dann anfängt, diesen Stoff, der dafür verantwortlich ist, und ich nenne ihn mal Müll, versucht abzubauen. Und wenn dann der Körper dann wieder basisch ist, dann wird aus diesem Bakterium, was sich ja sozusagen eigentlich dem Körper unterordnet, wird wieder eine Zelle. Und da sieht man, dass Bakterien eine Symbiose mit uns, mit unserem Körper eingehen. Einerseits sind es ja die Bakterien, die etwas abbauen, und auf der anderen Seite versuchen sie halt dann eine andere Aufgabe, zum Beispiel in Form von einer Blutzelle, mit anzunehmen. Und da das gleiche auch mit Parasiten, weil die meisten meinen, ja, Parasiten sind ja auch böse und die muss man unbedingt wegbekommen. Also da auch wieder, Parasiten haben einen Grund, warum sie im Körper sind, zum Beispiel Candida, dieser Pilz, oder die fressen zum Beispiel Schwermetalle. Also die fressen einfach Sachen auf vom Körper, um den halt sozusagen zu schützen, weil der Körper sonst überfordert ist. Das heißt, die übernehmen halt eine wichtige Aufgabe, gehen sozusagen im Symbiose mit dem Körper. Und wenn diese Grundlage verschwunden ist, also die Schwermetalle, der Schleim, die Schlacken, der nicht ausgeschiedene Kot und was weiß ich noch, was die meisten Leute noch in ihrem Körper haben, was nicht ausgeschieden ist, was sich die meisten auch gar nicht vorstellen können, dann verschwinden die von automatisch. In einem basischen Körper, wenn sie da kein Futter haben, dann verschwinden sie automatisch. Und da ist halt wieder diese Panikmache von den Leuten, ja, die Parasiten steuern mich und übernehmen die Kontrolle über mich und alles. Ja, der Darm ist ja mit unserem Gehirn verbunden und die können auch Botenstoffe mit aussenden, aber das ist auch wieder so ein Suchtverhalten. Man kann das ja auch mental wieder steuern, das ist natürlich auch möglich. Man muss halt nur diese Mentalität haben und vielleicht auch wieder weggehen von dieser Opferhaltung, mal an sich schaut und dran arbeitet und diese Ernährungsumstellung machen. Das ist halt mit Arbeit verbunden, das ist halt sehr langwierig kann es natürlich auch sein, deswegen auch hier wieder die schleimfreie Heilkost mit der Übergangskost zum Beispiel nehmen. Aber jedenfalls sollte man nicht unbedacht die Parasiten einfach aus dem Körper leiten mit irgendwelchen Parasitenkulten, da wo man Stoffe zum Beispiel zu sich nimmt, da wo man dem Körper eigentlich sehr viel schadet auch und eine Zwangsreinigung durchführt. Und dann hat man die Parasiten draußen, aber die Grundlage, warum man sozusagen eine Müllhalde bei sich im Körper verursacht hat, die bleibt einfach bestehen und man sollte sich einfach das Bewusstsein, warum sie im Körper sind, und die Ursache sozusagen beseitigen. Von daher wäre ich etwas misstrauisch, wenn ihr irgendwelche Heilungsversprechen bekommt von Stoffen, Pflanzen oder sonst irgendwas, die antibakteriell, antiparasitär oder sonst irgendwas sind, weil, wie gesagt, Bakterien und Parasiten sind unsere Helfer. Man sollte sich das auch dessen bewusst sein. Stellt euch einfach mal vor, wir hätten überhaupt gar keine Parasiten und keine Bakterien im Körper. Da würde nicht mal der Darm funktionieren mit der Verdauung, weil ohne die richtigen Darmbakterien passiert die optimale Verdauung ja überhaupt nicht. Das heißt, wir sind natürlich in diesem Punkt sehr auf diese angewiesen. Aber hätten wir jetzt zum Beispiel unabhängig von der Verdauung überhaupt keine Bakterien, zum Beispiel für die Reinigung verantwortlich sind, oder Parasiten, was würde dann passieren? Ihr seid zwar Bakterien und Parasiten frei, also in dem Zusammenhang, weil die meisten Leute sagen, ja, die pathogenen Bakterien und Parasiten, die brauche ich nicht. Aber dann habt ihr dann eigentlich mehr oder weniger eine Müllhalde, genauso wie mit dem Kompost, der verrottet oder zersetzt sich dann einfach nicht, weil da nicht die Starterkulturen da sind, die halt etwas zersetzen können, weil die Bakterien nicht da sind oder die Würmer oder Parasiten, sage ich mal. Und das ist das gleiche im Körper. Dann bleibt die Müllhalde einfach bestehen und überlastet eigentlich mehr euren Körper, weil das da euch die ganze Zeit Energie zieht. So viel zu diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen nachvollziehen, warum Bakterien und Mikroorganismen weder gut noch böse sind. Sie übernehmen einfach nur Aufgaben für das, warum sie halt geschaffen sind. Und in vielen Situationen, wo wir meinen, sie wären böse, sind sie eigentlich ziemlich gut für uns. Nur wollen wir es halt so in dieser Sichtweise nicht wahrhaben. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Gerne auch den Kanal kostenlos abonnieren. Ich weiß,
sehr viele schauen meine Videos und haben den Kanal nicht abonniert. Da auch wieder gerne für den YouTube-Algorithmus. Wenn euch mein Content gefällt, der Kanal auch, freue ich mich gerne, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert und auf die Glocke drückt. Das sind nur 2 Klicks, kostet nichts und unterstützt mich einfach. Da danke auch dafür und gerne auch für den Algorithmus unten in die Kommentare etwas schreiben, damit mein Video auch weiter verbreitet wird. Gerne auch dieses Video Freunden, Bekannten, Familien weiterempfehlen, die auch einen Nutzen davon tragen können. Und auch die Videos zum Beispiel auf Social Media teile ich auch sehr gerne gewünscht. Sonst weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und mein Projekt findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. am ersten Kommentar angepinnt oder auf meiner Webseite. Freut mich natürlich auch, wenn ihr das Projekt einfach und meinen Content unterstützt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao.